Ihr Lieben, ich bin der Tarek. Ich bin der Jonas und gemeinsam sind wir... sind die Kilometerfresser. Ab sofort gibt es uns als Podcast. Ihr könnt uns jetzt nicht mehr anschauen, ihr könnt nicht mehr die Autos sehen, nur noch auf die Ohren. Egal ob beim Autofahren, beim Putzen zu Hause, sucht euch was raus. Unsere beiden Stimmen gibt es künftig auf die Ohren. Genau, die Kilometerfresser als Podcast bald auf allen verfügbaren Kanälen. Über was reden wir? Wir reden über Mobilität, Alltag mit dem Auto, E-Mobilität natürlich hauptsächlich, aber auch über alles, worauf wir Bock haben. Wir reden, was wir gerade gefahren sind, hier so ein bequemes Auto, wir reden über kleine Autos. Wir reden über Fahrveranstaltungen, wir reden über komische Sachen, über Probleme. Genau. Wir beschweren uns mal wieder, wenn die Fahrveranstaltungen zu stressig für uns arme YouTuber sind. All das gibt's jetzt. Und wo es vielleicht das beste Döner gibt? Ihr schaltet aber hoffentlich ein, ne? Also, wir sehen uns oder wir hören uns. Wir hören uns. Wir hören uns. Bei den Kilometerfressern. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist der Michael. Hallo Michael, schön, dass Hallo, du dabei Tarek. Bist, mein Freund. Auch ein langjähriger Abonnent und Community-Mitglied und fährt BMW elektrisch seit über 2 Jahren jetzt, ne Michael? Mai 2022. Genau. Michael, du bist aber ein Ex-Diesel-Dieter gewesen. Sozusagen, der Diesel-Michael war ich vorher 25 Jahre 330D gefahren, auch immer BMW-Fanboy, gebe ich zu. Mhm. Insofern heute, so harter Umstieg. Heute quatschen wir gemeinsam mit dem Micha über die E-Mobilität. Weg vom Diesel hin zum Elektro. Hat er das bereut? Was sind die Nachteile? Was sind die Vorteile seiner Meinung nach? Und besonders über den BMW i4 E-Drive 40 in dem Fall als Heckantriebler und über die technischen Daten können wir gleich kommen. Wir haben den im Sommer getestet mit der Michael zusammen vor 2 Jahren und wir haben ihn im Winter bei tiefem Schnee sogar, ne? Auf die hohe 8 gejagt. Auf die hohe 8 gejagt. Also, wenn ihr Einzelheiten zu dem Fahrzeug wissen wollt, wie schnell lädt er, was verbraucht er, wie ist die reale Reichweite, haben wir alles mit der Michael gemeinsam festgehalten. Das könnt ihr dann in den Videos, die ich euch unten hin verlinkt habe, gerne nochmal begutachten. Aber heute geht es mir wirklich nur um Michaels Erfahrung, um seinen Erfahrungsbericht mit dem BMW i4 und über die E-Mobilität. Michael, erste Frage. Hast du es bereut? Nö, überhaupt nicht. Okay. Also ich bin völlig drin angekommen. Man muss seinen Kopf irgendwie resetten, umstellen. Aber irgendwie, man muss wissen, die 1500 oder 1200 Kilometer durch ohne Pause, die kannst du nicht fahren bis zum nächsten Mal Diesel tanken. Aber ehrlich gesagt, ich werde jetzt demnächst 59. Ich habe auch gar keine Lust, so lange zu fahren. Und vor allen Dingen, das geht gut. Vor allen Dingen nicht mit 48. Ich kann ja das langsam nachvollziehen, dass unsere Blase das auch nicht mehr so mitmacht. Das auch, genau. Also das, ich habe letztes Jahr im April habe ich einen Trip gemacht nach Südfrankreich. Bin hier alleine gefahren, hatte Ladeplanung gemacht mit der Better Route Planner. Mir natürlich einen riesen Kopf gemacht, wie man es so macht, wenn du das erste Mal so eine lange Strecke fährst. Und es war jedes Mal so, dass ich eigentlich dachte, hoffentlich kommt die Ladesäule bald. Ich muss mal insofern gehen. Aber trotzdem, das ist ein erstes E-Auto gewesen in dem Sinne. Du bist ja vorher Diesel gefahren. Genau, immer. Und fehlt dir diese Reichweite? Fehlt dir dieses Gefühl zu wissen, ach, du könntest theoretisch noch 600 Kilometer fahren, aber du willst trotzdem anhalten? Nee, überhaupt nicht. Also inzwischen genieße ich die Pausen und wenn du Elektroauto fährst oder wenn du mit startest, du fängst automatisch an zu planen, du bereitest dich anders auf eine Fahrt vor. Aber wenn du es einmal drin hast und verstanden hast, wie es funktioniert, mit Ladeplanung im Auto, a better route planner oder ich habe meistens den Ionity Pass, ich gucke da in der App mit dem Routenplaner, genau. Da weißt du ungefähr, wo du hinfahren musst, machst das Navi an und dann geht's los. Über deine Ladestrategie und deine Ladekarten, die du mittlerweile einige hast, da quatschen wir. Und mir geht's auch um das Auto. Thema Kosten, Wartung, Inspektion. Warst du schon mal bei der ersten Inspektion damit? Erste Inspektion habe ich gemacht. Das ist jetzt ein Firmenfahrzeug geleast. Da war das inklusive. Aber bei der Inspektion haben die nichts Wischwasser aufgefüllt. Da war halt nicht viel zu tun. Weil ich meine, Bremsenverschleiß hast du bei einem Elektroauto nicht. Du hast, glaube ich, Bremsflüssigkeit haben sie gewechselt. Nach 2 Jahren, was ja bei jedem Auto so ist. Was man wohl da normalerweise bezahlt hätte, das würde mich jetzt interessieren. Aber ich schätze mal trotzdem, wahrscheinlich bist du bei einem 400. Benziner, bei BMW, jetzt bei einem Diesel-Inspektion mit Ölwechsel bist du bei 700 Euro. Okay. Thema BMW i4 e-Drive 40. Es gibt ja den auch als den i4 M50 mit Allrad und über 530 PS. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, ach schade, ich hätte doch lieber mehr Power? Oder denkst du, der e-Drive 40 reicht von der Power her? Die 340 PS in diesem Auto sind mehr, als ich brauche. Also ich habe noch einen Benziner, ein Cabrio.
Also mehr brauchst du nicht. Und du erkaufst dir das halt auf jeden Fall auch mit mehr Verbrauch. Mhm. Also alleine M-Sportpaket macht bei dem Auto 1,5 Kilowattstunden auf 100 mehr. Und mit dem M50 hast du wahrscheinlich irgendwie 2,5 Kilowattstunden mehr. Und das macht beim Elektroauto dann schon bemerkbar, was Reichweite angeht. Du kommst mit dem im Sommer Tempomat 130, 140, kommst du locker 400 Kilometer. Mhm. Und nochmals, das sieht jetzt so komisch aus. Wir sind hier an einer Pulsladesäule. Hier gibt es zwei Säulen mit jeweils 4 Lademöglichkeiten. Wir blockieren nicht, wir sind an den Autos. Wenn jetzt 4 Autos kommen sollten, sind wir schneller weg, als ihr denken könnt. Deswegen alles im grünen Bereich. Außerdem sind noch 2 Ladeplätze frei. Deswegen alles in Ordnung. Bitte ruhig bleiben, Leute. Ist gut. So, i4, Thema Defekte, Reparaturen, Ausfälle. Jetzt in den 45.000 Kilometern hat er ja mittlerweile drauf, ne? Also Reparaturen, Ausfälle, Defekte, eigentlich einen einzigen, dass ich ihn halt eigentlich kurz nach unserem Videodreh bei einer Freundin hinten vor den Holzpfosten gesetzt habe. Das heißt, das musste man mal machen lassen, ansonsten war in dem Auto nichts. Und du hast den ja, das sind jetzt die Sommerreifen drauf? Das sind die Sommerfelgen, 18 Zoll, Aero-Reifen, genau. Dadurch ist er ja ein bisschen effizienter als meiner zum Beispiel, Leute. In der E-Mobilität machen Felgengröße und Reifenbreite schon einiges aus beim Verbrauch und bei der Effizienz. Ergo mehr Reichweite. Aber was sagt ihr allgemein zu der Optik? Ich finde, ich bin auch schon immer so ein BMW-Jung gewesen. Ne? Ich war jetzt kein BMW-Fanboy. Ich hatte einen Z3, ich hatte einen Z4, die beiden Modelle. Ich hatte einen 316 ITI Kompakt, beide Modelle. Aber das war's. Ne? Und ich hatte einen alten 7er, Baujahr 97. in Weinrot mit beigen Sitzen. Alter, das war Zeiten. Aber basiert auf einer Verbrennerplattform, das heißt, sind dir da irgendwelche Nachteile aufgefallen? Ein fehlender Frunk zum Beispiel. Fehlt dir der Frunk? Eigentlich nicht. Also da hinten Platz für Kabel ist hinten im Kofferraum auch. Ich habe dann AC-Kabel, nutze ich oft. Aha. Aber das finde ich, das stört mich überhaupt nicht. Also es ist so ein bisschen schade, weil diese riesen Hauben, man könnte da sicher einen Frunk einbauen. Ja. Man kann sie, glaube ich, auch aftermarket irgendwie kaufen für ein paar hundert, aber bei einem Leasingfahrzeug. Und wenn du dich fragst, wozu denn ein Frunk? Na, unter anderem für meine mobile Wallbox von MT-GO mit 5 Adaptern, die ich schon so oft im Einsatz hatte. Ihr bekommt 10% Rabatt mit meinem Rabattcode ELECTROWISE10, unter anderem für alle AC-Ladelösungen auf MT-GO. Link ist unten in der Beschreibungsbox. Viel Spaß! So, lasst uns gerne ins Auto setzen. Ja? Dann können wir da weiter quatschen. Ja, nieselt auch langsam ein bisschen, ne? Ah. So. Vielleicht ist ja das Navi-Update dann aber noch mal fertig. Genau. Der Michael macht nämlich gerade ein Navigationskarten-Update über den USB-Stick. Ja, der schon wieder abgebrochen ist. Ja, der ist wieder abgebrochen. Der war eben nämlich bei 44%. Vielleicht muss man das Auto einfach mal abschalten. Komm, jetzt ist er wieder. Ah, jetzt ist er wieder bei 89%. Okay, also das geht doch schon weiter. Aber Thema Software-Updates. Erzähl mal, Thema Software. Wie läuft das? Wie klappt das? Software-Update, ich glaube, ich habe, seitdem ich ihn habe, 5 Software-Updates bekommen over the air. Die klappen sehr, sehr zuverlässig, wunderbar. Es hat auch echt Verbesserungen gegeben. Also die haben die Ladeplanung nochmal deutlich verbessert. Manche Sachen habe ich gar nicht verstanden, warum es war, weiß ich nicht. Sie haben an der Rekuperation ein bisschen was gemacht, die ein bisschen sanfter und effektiver dadurch geworden sein soll. Ich kann es nicht einschätzen. Aber das Ärgerlichste eigentlich an der Software-Geschichte ist, das Auto ist im Mai oder April 2022 gebaut worden. Und eine ganze Menge Softwareverbesserungen, die es gegeben hat seitdem, sind eigentlich für dieses Auto schon nicht mehr verfügbar, weil die Head-Unit in diesem Auto veraltet ist. Also was mich am meisten geärgert hat, war, sie haben irgendwann hinzugefügt, Ende 22, Anfang 23, den Knopf zum manuellen Rekuperieren. Okay, manuelle Batterievorkonditionierung. Genau, das, ja, genau. Manuelle. Und die geht in diesem Auto nicht mehr. Mm. Weil die Head Unit, die Technologie hier drin, der Computer, das nicht mehr verkraftet. Was ich echt ein schwaches Bild finde bei einem Auto für, wenn den hier voll ausstattet, für 79.000 Euro. Das, sagen wir mal, ist echt nicht Premium, hat mich auch sehr geärgert. Ich brauche es eigentlich nicht, weil das Navi das sehr gut macht bei der Ladeplanung. Das heißt, wenn du die Ladesäule anfährst, explizit, dann konditioniert er auch vor. Haben wir ja damals auch auf der Hohen Acht gesehen, wo wir da im Winter runtergekommen sind und der hier mit 200 kW reingeballert hat. Aber das ist, guck mal jetzt hier, siehst du mal, so ist das tatsächlich. Ne? Navigation jetzt mal starten, okay. Genau.
Das heißt, wenn du dir das gesamte Kartenmaterial erneuern willst, musst du immer noch mit dem USB-Stick arbeiten. Okay, okay. Und wo hast du die Karte vom PC einfach runtergezogen? Genau, musst ein Stück Software installieren, vom BMW auch. Tatsächlich so ein Download-Manager, der kennt dann deine, muss sich da anmelden und der kennt dann deine... deine Fahrzeugidentifikationsnummer und dann kriegst du die Karte runtergeladen, wenn du nach 2 Jahren dafür 90 Euro im Jahr zahlst. Navigation wurde geupdatet. Hier kam ein junger Mann gerade angefahren. Wir haben die Nummern getauscht. Er hat sich einen nagelneuen Vorführer geholt, nämlich einen BMW iX M60 in Schwarz. Monster ist das. Und ich werde mit ihm bald ein Video machen. Es ist sein erstes E-Auto, hat er erst seit gestern. Und das wird dann bestimmt noch mal spannend. Aber ich möchte noch, dass er ein bisschen Erfahrung sammelt. So, lieber Michael, i4, neues Navigationssystem. Wie oft machst du das? Ich bin noch im Internet, in einem Forum, da kriege ich immer mit, es gibt ein neues Kartenupdate. Ich mache das 2-3 Mal im Jahr, lade ich mir die Karte runter. Müsste ich nicht, weil er das eigentlich auch online macht. Mhm. Aber Thema Navi bei dem Auto... BMW typisch echt gut. Du siehst jetzt hier auch, wir können jetzt hier zum Beispiel mal gucken, wir sehen hier die Ladesäule, an der wir stehen. Du kannst die Details anzeigen. Und das Tolle, was mir auch gut gefällt, ist, er sagt dir gleich, hier der Kollege mit dem iX, ne? Es ist jetzt sozusagen, sind noch 3 von 4 frei. Das ist echt zuverlässig. Das klappt auch bei städtischen Ladesäulen und nutze ich total oft. Bin ich total zufrieden mit. Hast du irgendwelche Software-Abstürze gehabt oder irgendwas im Bildschirm hängen geblieben? Gar nichts. Ne? Das muss ich ja echt BMW lassen, Leute. BMW, auch wenn die Autos auf Verbrennerplattformen basieren, die Software läuft wirklich sehr stabil. Man hat wirklich nichts zu meckern. Allgemein sind das sehr gute Autos, eine tolle Verarbeitung. Ich finde auch eine super schöne Optik. Was mich ein bisschen stört, ist, dass man die von außen kaum von den Verbrennern unterscheiden kann. Das stimmt. Ne? Also ich möchte mich schon ein bisschen absetzen können und das schaffe ich mit dem EV6 halt wunderbar, weil den EV6 gibt es halt nur als Elektro. Thema Ladegeschwindigkeit, Sommer und Winter, haben wir auch schon getestet. Hast du da irgendwelche negativen Erfahrungen machen müssen? Nee, eigentlich nicht. Wenn der Akku warm ist, ballert der eigentlich bei Ionity oder entsprechenden Ladesäulen wirklich in der Regel mit knapp über 200. Also ich glaube 205 ist er angegeben. Wir haben damals, habe ich schon öfters gesehen, so 210 ist so das Maximum. Das hält er dann für 2 Minuten, aber so diese Ladezeit von 10 auf 80 bist du bei ungefähr 30 Minuten. Immer. So, deine Ladestrategie, deine Ladekarten, wie hast du dich schlau gemacht? Welche Ladekarten hast du? Womit lädst du? Was zahlst du? Also schlau gemacht habe ich mich ganz viel im Internet bei Elektrobuy und anderen damals, als ich damit angefangen habe. Habe auch, gibt ja hier diese Elektroautoforen, habe damals viel gelesen, weil ich habe wirklich das Auto bestellt, bin dann noch ein halbes Jahr Diesel gefahren und hatte keine Erfahrung. Und habe inzwischen Ladekarten, was ich ganz viel genutzt habe. Ja, ich habe mir damals mal so ganz viele bestellt. Die ich bis neulich am meisten war, die hier, BMW Charging. Weil ist auch teurer geworden, ne? Im ersten Jahr war 35 Cent bei Ionity, war natürlich top, auch ohne Grundgebühr. Und inzwischen habe ich so eine Mischung aus, also AC lade ich immer noch mit der, weil sie immer noch super günstig sind. Mit der BMW-Karte, ja. Und ansonsten habe ich, das ist Shell Recharge, weil ich hier in dem Autoclub Mitglied bin. Dann habe ich noch die alte ADAC-Karte von Aral. Habe mir damals für Frankreich noch Charge Map geholt. Ja. Und was hast du hier noch? Und jetzt deine neueste Errungenschaft? Meine neueste Errungenschaft, ganz neu, Aral Puls. Aral Puls. Seit gestern auch im ADAC-Tarif. Genau. Und was sagst du über die Preise? Was sagst du? Findest du das zu teuer? Manchmal liest man in den Kommentaren, ich fahre mit einem Diesel viel günstiger, weil der Diesel verbraucht nur 4 Liter. Deiner verbraucht 20 Kilowattstunden. Also ich habe es jetzt mal ausgerechnet. Bin im Juli knapp 2000 Kilometer gefahren und habe für die 100 Kilometer 4,70 Euro bezahlt. Ja. Auf Langstrecke? Auf Langstrecke, insgesamt über alles. Ich lade zu Hause mit 27,5 Cent pro Kilowattstunde. Habe den Ionity Pass auch aktuell, weil ich mal eine Umfrage mitgemacht habe, momentan noch umsonst. Da lade ich dann mit 39 Cent. Mhm. Du müsstest mit einem Diesel 2 Liter verbrauchen, um an diesen Preis dran zu kommen. Mhm. Was Laden angeht, ich fahre, also am Anfang war ich super vorsichtig. Für alle, die ein neues Elektroauto haben, wie hier der Kollege auch, der erstmal auch hilflos an der Säule steht.
Inzwischen fahre ich los, ich nutze das Navi, ich gucke bei längeren Strecken schon, wo ist eine Ionity oder ein Ladepark, kurz mal zu Hause bei A Better Route Planner, aber ansonsten verlasse ich mich auf das Auto und lade entweder Ionity, wenn es geht, weil die Dinge auch immer echt gut funktionieren, oder suche mir einen größeren Ladepark und halt die Karte dran. Also genau. Ist dann auch, ich bin auch jetzt nicht mehr oder habe es eigentlich nie gemacht mit der Pfennigfuchserei. Irgendwo nochmal 3 Cent hier, 3 Cent da. Auch unabhängig von Firmenwagen war es mir, das ist mir irgendwie auch echt zu nah. Ja, das mache ich auch nicht. Ganz ehrlich, da bin ich einfach zu faul für. Und da ist mir mein Komfort wichtiger. In dem Moment, dann zahle ich eben 5 Cent mehr die Kilowattstunde, keine Ahnung. Aber dann lade ich da, wo ich will und wann ich auch will in dem Moment, wo es passt halt. Ne? Was nervt, ist jetzt gerade, was jetzt angefangen hat dieses Jahr mit EMBW, die ja dann auch bei ADAC ausgestiegen sind, ist das Theater mit dem Roaming und dass die Preise halt, wenn du bei anderen Anbietern lädst, irgendwie immer höher gehen, die BMW-Karten auch teuer werden. Mhm. Das ist ein bisschen wie bei den Handys vor 15 Jahren und man kann nur hoffen, dass vielleicht die EU auch an der Stelle irgendwann mal eingreift. Ich hoffe. Weil das ist auch ganz viel Abzocke. Je mehr Leute auf E-Mobilität umsteigen werden, desto schneller wird die Politik einfach reagieren müssen. Ist die an? Die ist an, ja. Das ist hier die Displaysperre. Effizienz, du weißt ja, man muss die Akkus immer schützen. Auch in der GoPro muss man den Akku immer schön sparsam fahren. Michael, du hast ja noch ein paar Notizen gemacht, glaube ich. Ne? Ein paar Randnotizen gemacht. Gibt es da sonst noch, was du loswerden möchtest über das Fahrzeug allgemein? Allgemein, also ein paar Extras, ich kann jeden nur warnen, diese Ladestrahle hier, ne, ist der größte Schrott, den ich je gesehen habe. Das ist irgendwie maximal dafür da, dein Handy zu grillen und es kaputt zu machen, aber zum Laden taugt sie leider überhaupt nicht. Okay. Ich hatte gerade schon gesagt, was mich wirklich stört, ist, dass ein Auto in der Preisklasse in einem halben Jahr eigentlich schon die aktuellen Updates nicht mehr nehmen kann, weil hier der Computer zu klein für ist. Das finde ich so ein bisschen schwach von BMW, muss ich ehrlich sagen. Ah, App-Anbindung. Die App selber ist ja super, oder? Die App-Konnektivität. Haben wir ja auch mal ein Video dazu gemacht, wir beide. Die ist, da kommen regelmäßig Updates, die ist immer besser geworden. Da gibt es irgendwie auch hübsche Gimmicks wie... Thema Finanzamt und so weiter, da war ja irgendwas, ne? Du kannst deine Fahrten irgendwie speichern. Die Fahrten werden alle darin gespeichert, wenn du es denn zulässt. Dem kannst du natürlich widersprechen. Du hast schöne Statistiken zum Laden, zum Verbrauch. Also auch hier Ladestatistiken. Du siehst halt, wie viel du in einem Monat geladen hast. Irgendwie, wie viel du davon zu Hause geladen hast und auswärts. Du siehst jetzt nicht. Ist die schon mal abgestürzt oder ist die Verbindung immer stabil gewesen zum Auto? Auch im Ausland, in Südfrankreich zum Beispiel, wenn du das Auto vorklimatisieren wolltest. Überhaupt keine, also mit der App eigentlich so gut wie gar keine Probleme. Ich hatte ein, zwei Mal, dass sich das aufgehängt hatte. Da muss man 30 Sekunden hier diesen Lautstärke-Knopf drücken. Das ist der Reset-Knopf sozusagen. Genau, da hält man 30 Sekunden drauf, dann startet das Gesamtsystem neu. Aber ich hatte das in den 2 Jahren vielleicht 3 Mal. Also okay, okay. Aber jetzt kommt's. Kosten, App-Anbindung, ne? Irgendwas war da? Nee, also was tatsächlich, was ja bei allen Herstellern ist, dass nur nach 2 Jahren diese Online-Konnektivität, hier heißt es, glaube ich, der Online-Booster irgendwie für 99 Euro im Jahr kaufen muss. Im ersten Jahr gratis oder die ersten 2 Jahre kostenlos und dann dieses, da ist halt auch diese Routenführung mit erweiterten Verkehrsmeldungen, RTTI heißt es bei BMW mit drin. Das kostet dann jetzt, glaube ich, 99 Euro im Jahr. Ich glaube, Tesla nimmt da ja auch irgendwann nach 2 Jahren Geld für. Alle Hersteller. Alles okay. Was mich dann auch ganz frisches Ärgernis, wo wir gerade auch hier den Stick gesehen haben, ist halt, dass das Kartenupdate, das automatische oder online auch, darin nicht enthalten ist, sondern dafür musst du nochmal 89 Euro zahlen. Das heißt, du bist für aktuelle Navigation, Online-Anbindung und aktuelle Karten bei BMW aktuell 190 Euro im Jahr los. Okay. Und da finde ich auch so bei dem Auto in der Preisklasse, es geht besser. Ja, das ist Premium, ne? Sagen wir mal so. Ja, das ist Premium, genau. Das kriegst du halt woanders umsonst oder irgendwie für 50 Euro. Okay. Hier kostet es halt 190. Aha. Das finde ich so ein bisschen schwach, aber... Aber du bist ja jahrelang Diesel gefahren. Ja. Mensch, jetzt sag doch mal, irgendwas muss dich doch nerven beim E-Auto. oder denkst du jetzt, mein Gott, eigentlich hat der Diesel genervt, nur ich habe es nicht gemerkt. Also mich nervt... Meine Frau nervt das Elektroauto, weil die keine Lust auf dieses ganze Theater mit Laden, wo kann ich laden, mit der Planung, da hat die keine Lust drauf. Die will ins Auto rein, will zu ihrer Mutter in Sauerland fahren, wieder zurück. Das schaffen wir mit einer Batterieladung locker. Das hat sie inzwischen auch, also hat sie das Vertrauen auch gewonnen. Aber neulich, ich hatte mal einen Fall, da war sie ein paar Tage da, ist da rumgefahren und dann ging es halt ums Laden. Und das nervt sie, glaube ich. Ich bin da so, ja, ich
ich gucke halt in die App, wo lade ich halt. Meine Frau hat da einfach keine Lust drauf. Die will ein Auto haben und damit fahren. Also ich merke schon, du bist ein begeisterter Elektroautofahrer. Absolut. Kann ich, also... Wenn der Leasingvertrag ausläuft, was ist der Plan? Bleibst du bei BMW oder wird es eine andere Marke? Also ich habe, nee, also ich bleibe bei BMW, da bin ich so Fanboy, gebe ich zu. Aber ich werde sogar wahrscheinlich genau dieses Auto, jetzt das Facelift, nochmal bestellen, wenn mein Arbeitgeber auch mitmacht, weil ja die Elektroautoförderung leider auch weggefallen ist. Das heißt, das wird ja dann nochmal insgesamt 6.000 Euro teurer. Da soll aber noch was kommen, da wird noch was kommen. Hm. Und würde dieses Auto exakt nochmal so konfigurieren, würde ein paar andere Extras dazu buchen, ein paar weglassen, also die Ladeschale weg, aber würde mir hier elektrisch verstellbare Sitze, die sind in deinem Kia ja so mit drin, hier kosten die auch wieder 1200 Euro und vielleicht auch ein Schiebedach mehr reingönnen, aber ansonsten würde ich das Auto exakt so nehmen, gleiche Farbe, gleiche Felgen. 18 Zöller wieder. 18 genau. Zöller, weil das ist ja der gute Kompromiss zwischen Verbrauch und... Akkugröße, Reichweite reicht vollkommen aus. Sind ja 81 Kilowattstunden genau. Im Sommer ohne Probleme 400 Kilometer auf der Autobahn. Absolut. Winterverbrauch, der Unterschied ist, ja, nee, da kommst du nicht mit hin. Also, ehrlich? Nee, also es ist, also ich habe, können wir auch mal gucken... Ich habe jetzt nach den 2,5 Jahren, nach 42.000 Kilometer 19,3 Kilowattstunden ab Werk. Ab Werk. In den 43.000 Kilometern durchschnittlich 19,3. Aber das ist doch gut. Da sind zwei Winter drin und zwei Sommer. Richtig, hier sind zwei Winter, zwei Sommer drin. Viel auch in Sauerland, bergauf, viel auch nach München gefahren. Langstrecke ist drin. Langstrecke ist drin. Und ich habe nach anfänglicher Zurückhaltung inzwischen auch meine Fahrstrategie wieder eher in Richtung Diesel-Dieter zurückentwickelt. Das heißt, wenn ich weiß, ich komme mit dem Akku mit 5% zu Hause an, dann ballern wir. Dann nehme ich die 340 PS und fahre ihn auch aus. Also bis zu den 190, wo er abgeregelt ist. Aber ich fahre da inzwischen nicht mehr so. Am Anfang macht man das ja. Oder es gibt ja viele Leute, die fahren da so, machen Hypermiling. BMW habe ich noch nie gemacht. Ja, ich hasse das auch, Leute. Ich fahre auch mittlerweile völlig entspannt, aber auch normal. Ich schleiche nicht, um Gottes Willen. Aber ich bin auch nicht so der 180, 190 Fahrer. Also das stresst mich auch. Auch wenn du 180 fährst, hast du immer einen, der dir an den Hintern klebt, der immer noch schneller will und so weiter. Das mag ich nicht, ne? Dieses Wettbewerb. Gut, dann sind wir soweit durch. Hast du noch was auf dem Herzen? Ja, was steht denn hab ich denn hier? Ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht. Genau, schauen wir. Nö, eigentlich alles gut. Also ansonsten, also ich kann Ihnen nur jedem empfehlen, der ihn sich leisten kann. Ist natürlich auch irgendwie ein wirklich teures Auto. Ja, aber Moment, mittlerweile sieht der Gebrauchtwagenmarkt auch ein bisschen... Also diese i4-Modelle ab Dezember, ab Weihnachten oder ab Januar nächsten Jahr werdet ihr merken, da kommen die, dann kommen die ganzen Leasing-Rückläufer, wie das Auto zum Beispiel. Der hat jetzt... 25 Monate hinter sich, ne? Ja. Und nach 12 Monaten, nach 11 Monaten ist das Ding auf dem Markt. Und dann wird er vielleicht so um die 50% Wertverlust haben. Oder 60% oder 40%. Müssen wir mal abwarten, wie die Nachfrage ist. Aber die Dinger werden leistbarer. Und auch wenn die Hardware nicht den neuesten Stand haben sollte, die Software, so wie sie jetzt ist, das Fahrwerk, der Komfort, die Batteriegröße, Ladezeit und so weiter, Reichweite, das wird ein Top-Auto sein, den ich als Gebrauchter auch zu 1000% empfehlen werde. Ja, und du kannst ja, wenn der jetzt mit 50.000 dann irgendwann für 40.000 zu haben sein wird, dann hast du ein Top-Auto. Absolut. Da ist wenig dran, was kaputt gehen kann. Die Batterie wird wahrscheinlich immer noch eine Kapazität von 98% haben. Weil ja, ich 95. Oder 95, das heißt, du kommst aber weiter damit durch und du hast halt irgendwie von den Kosten her mit Wartung und Co. halt einen Bruchteil von dem, wenn du das Ding als Diesel oder Benziner kaufst. Eine Frage, Michael, du bist ja auch mehrere Autos in deinem Leben gefahren. Lieber ein gebrauchtes E-Auto oder ein gebrauchtes Verbrenner? Lieber ein gebrauchtes E-Auto, weil einfach weniger Komponenten kaputt gehen können. Ich würde wahrscheinlich auch immer so einen Batteriecheck machen lassen, weil es wahrscheinlich schon ein Unterschied ist. Aber das reicht ja auch dann schon quasi. Ja. Aber es ist wohl wahrscheinlich ein Unterschied, wenn einer jetzt nur Langstrecke, nur Ionity immer DC geladen hat, wird die Batterie wahrscheinlich anders belasten, als wenn es irgendwie eigentlich immer wie in einer Wallbox gehangen hat. Da kann ich euch beruhigen, es gibt mittlerweile Studien, die das widerlegen. Ja. Also die Degradation hält sich da, da gibt es kaum Unterschiede, knapp 2% Unterschiede. Da gab es letztens noch eine neue Studie darüber, die haben Autos verglichen, die
sehr oft DC geladen haben und Autos, die oft AC geladen haben. Da war kaum Unterschied. Okay. Das hat sich widerlegt. Das war vor 3-4 Jahren wirklich die Annahme, so langsam wie möglich laden, um die Batterie zu schonen. Nein, 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 nein. Alles gut. Wichtig ist, die Batterie zu schonen, nicht immer auf 100% laden und stehen lassen tagelang und nicht immer auf unter 5% stehen lassen, vor allen Dingen im Winter sowieso nicht. Und gilt allerdings nicht für LFP-Akkus. Die LFP-Akkus könnte man ruhig etwas mehr mit State of Charge stehen lassen. Ne? Aber das ist es halt. Und eine Batterie hat einen Zyklus von knapp 3000 Zyklen, Ladezyklen. Und ein Ladezyklus ist von 100 auf 0. Nicht von 60 auf 80 laden und dann wieder auf, das nicht. Ne? Immer von 100 auf 0. Und das ergibt dann eine Kilometer-Gesamtleistung von teilweise von bis zu 300.000, 400.000 Kilometern. Ja, man sieht, er ist hier, er hat gerade mal 2.300 Kilowattstunden für diese 43. Siehst du mal. Wenn du das aus 80 teilst, dann ist es irgendwie... Eben, eben. Ne? So, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Michael, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere Community. Ich weiß, dass du das auch gerne machst. Und ich wünsche dir echt noch viel gute Zeit mit dem Auto. Und wenn du den neuen hast... Den Facelift, dann melde ich mich. Dann können wir ja noch mal was machen. Vielleicht fahren wir noch mal auf die hohe 8. Genau, das machen wir auf jeden Fall. In diesem Sinne bedanken wir uns beide und sagen herzliche Grüße aus Köln. Ciao. Tschö.